Hi Leute und willkommen zurück zu Cookie Cutter Folge 20. Okay, mein Kater hat gar keinen Bock auf meine Stimme, des. Er lag jetzt 15 Minuten oder so auf meinem Schoß, hat sich richtig an mich geschmiegt. Kaum mache ich die Fresse auf. Verzieht er sich, nice. Ich habe jetzt schon wieder eine Woche oder es reicht nicht mehr gespielt. Bin auch froh, dass wir das letzte Mal hier aufgehört haben, damit ich genau weiß, wo ich lang muss. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie man... Oh Gott. Oh Gott. Oh Jesus. Wo ist Ausweichen? Hier. Okay. Bisschen Gitarre. So, das sieht auch gut aus. Ja, war einmal zu oft gedrückt. Ich muss das Nest da oben verlegen, sonst wird das nix. Oh mein Gott. Ich habe ganz vergessen, wie laut meine Kopfhörer sind. Ah! Mord! Ich wünschte, Mord wäre mein Hobby. Okay, der ist aber nicht so schlimm. So, jetzt haben wir ihn. Erstmal wieder reinkommen, wie gesagt. Da ist noch einer. Na, der wird mich jetzt aber nicht treffen, ne? Komm runter. Ah! Oh, der kommt runter. Ich hab voll gegen mein Mikrofon gespuckt. Geil. What is new? What? What do you mean? Der ist in meinem Gesicht gespawnt. Nein, wenigstens ist es hier direkt ein Checkpoint. So, direkt das Nest zerstören. Bevor das auf dumme Ideen kommt. Dann direkt ihn zerstören. Bevor der auf dumme Ideen kommt. Wegklonken. So, den wegklonken. Nice, 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 nice. Dann den wegklonken. Sehr schön. So, jetzt bereit sein. Das ist nochmal ein Nest. So. Jetzt habe ich hier alles down. Hab die zwei weggeschlagen. Hab den gefinisht. Und der kriegt jetzt ein bisschen Gitarre. Gar kein Problem. So, jetzt bin ich auch wieder drin. Das war eigentlich ein ganz guter Start jetzt wieder. Wir haben auch schon wieder über 10.800 Bits. Können wir dann wieder investieren in irgendwas Nices. So, warte, was ist denn nun, Alter? Warum denn zwei Arenen nebeneinander? Was habe ich getan, um das zu verdienen? Warum? Warum ist die Welt nur so ein ungerechter Ort? Warum muss Jergo so viele Leben nehmen, so viele Käfernester zerstören, so viele... Oh mein Gott! Mit Kreissägen gläfen. Leute vermöbeln. Oh Gott, stopp. So, it's Jergo time. Bring! Und bring! Was? Oh, wie viele denn? Ja, also sind die Gegnertypen ausgegangen. Jim! Hey Jim! Drück mal Steuerung C, Steuerung V! Okay. Mach das einfach die ganze Schicht. Okay. Und jetzt sind wir hier. In dem Raum. Und ich habe so das Gefühl, dass im nächsten Raum. Auch schon. Habe ich schon eine Idee, was da sein könnte. Warte, nun lassen Sie mich zufrieden. Ich spam den einfach weg mit Magie. Also. Quote und Quote Magie. Ne? Got him. Okay. Nice. Go next. Oh. Okay, war gar nicht so schlimm. So, da können wir hoch. Da unten können wir auch lang. Haben wir hier irgendwo noch ein Secret? Ne, ich hatte kurz gedacht, da wäre eins, aber nö. Das sieht aus wie ein Shortcut. Ne, aber das führt mich zu einer Truhe. Da unten geht's aber weiter. Wir müssen ja nach unten. Stimmt, 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 stimmt. Na gut, wenn wir nach unten müssen, dann gehen wir natürlich erstmal nach oben, ne? Wisst ihr Bescheid? So, hep, 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 hep. Ah, da brauchen wir irgendwas. Tür entriegelt. Habe ich dafür die nasse Codekarte gebraucht, die wir hatten? Keine Ahnung. So, nicht in die Stacheln fallen, da ist ein Shortcut rechts, alles klar. Oh, vielleicht finden wir hier... Ich hatte eine Sache, die ich nicht tun durfte. Und ich habe sie sofort getan. Also, vielleicht finden wir hier noch ein Motorradteil. Ah, das fährt er wieder zurück. Okay. Das wollen wir nicht. Jetzt habe ich auch verstanden, wie die Mechanik funktioniert. Das ist ganz schwierig, wenn man nicht weiß, welche Taste was macht.
Oh! Nein! Ah! Ah! Wie gesagt, wenn man nicht weiß, welche Taste was macht, oder? Okay, 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 okay. Jetzt haben wir erstmal ohne Kontrolle. Ja, jetzt wird. Oh, Dios mio! Okay, alles gut, alles gut. So, wir warten nochmal kurz ab und los geht's. Nochmal ganz kurz warten. Oh, oh, oh. Da kommen wir noch durch. Aber jetzt ganz kurz warten, jetzt ganz kurz. Und jetzt. Nein! Zack, Zement, noch einmal, nein, vor in die andere Richtung, das ist so. Die Aufnahme ist so cursed schon wieder, ne? Nein, 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 nein. So, jetzt. Scheiß auf das Geld. Wer braucht schon Geld? Okay. Uff. I did it. Was ist wert? Aufs Maul! Erhöht den Schaden von Kampffertigkeiten. Oh. Mein Gott, es war es wert. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie equippen können, weil das verstärkt ja dann unseren... Und dann machen wir damit extremen Schaden. Weil wir, glaube ich, schon was drin haben, was den Schaden auch so verstärkt. Ich muss mich ganz kurz heilen. Stimmt, wir heilen auch mehr und schneller, glaube ich. Guck mal, das ist chillig. Da sind nicht mal Stacheln, die mich one-shotten können. Insta-Death-Stacheln, ich glaube. Ey, was zum Lesen. Tagebuch von Kommandant Huyomi Nummer 2. Wir haben den Feind besiegt, indem wir uns die Mutantenallianz und die unwirtlichen Bedingungen unseres Gebiets zunutze machten. Doch diese Niederlage hat unseren Feind nicht aufgehalten, der uns mit Völkermord droht. Ich weiß mit Sicherheit, dass wir uns dieses Mal vielleicht nicht verteidigen können, wenn wir ihnen die Gelegenheit zum Handeln geben. Es wäre besser, wenn wir sie überraschen würden. Wir werden sie über den unterirdischen Lastenaufzug angreifen, der zum Goldenen Turm führt. Jahr 212, Woche 28. Vielen Dank fürs Zuhören und schalten Sie auch morgen wieder ein. Au, au. Bitte stopp. So, dodgen. Nice. So, dann jetzt erstmal hier die Gitarre ausrüsten. Oh Gott. Mehr Schlägern. Wir müssen uns mehr Schlägern. So, Full Heal erstmal. Ich hätte ja auch nach rechts. Ah, na, erstmal oben die Truhe. Ich hätte, glaube ich, auch nach rechts gekommen. Hier muss man Sachen in den Schredder schmeißen. Okay, das ist gut. Dieses Mal habe ich es gesehen, bevor es zu spät war. Das freut mich. Oh nein! Oh, ich habe es zwar gesehen, aber es waren diese Exploder-Dinger. Das heißt, das habe ich trotzdem verkackt. Das kriege ich dann niemals rechtzeitig rein. Aber hier ist ein Teleporter. Das ist natürlich gut. Habe ich noch Energie übrig? Nein. So, wo ist es? Aufs Maul? Hier. Drei Punkte brauche ich frei. Ich könnte die HP rausnehmen, aber das wäre dumm. Dann sterbe ich ja. Grundangriffe werden verstärkt. Jerry kann sich schneller heilen. Das ist zwar echt gut, aber ich glaube, mehr Damage ist immer besser. Naja, nicht immer, aber, ne? Schon ganz nice. Wobei der hier natürlich wie zum Bossfights ganz gut wäre. Ach, wir probieren einfach mal. Mal gucken. Oh! Tagebuch von Kommandant Puyomi Nummer 3. Nur wenige sind heute Morgen aus der Schlacht zurückgekehrt. Unser Hauptauftrag ist gescheitert. Viele unserer Kameraden starben bei dem Versuch, die Produktion der DWK 300 und 400 zu sabotieren. Ich weiß mit Sicherheit, dass wir uns dieses Mal vielleicht nicht verteidigen können, wenn wir ihnen die Gelegenheit zum Handeln geben. Es wäre besser, wenn wir sie überraschen würden. Allerdings ist es uns gelungen, dem Hauptquartier des Goldenen Turms erheblichen Schaden zuzufügen. Meine Tochter Puanani machte sich im Kampf besonders verdient. Sie hat es sogar geschafft, einem der Nachkommen der Garbanzos die Hand abzuschneiden. Eines Tages wird sie eine großartige Anführerin sein. Woche 29. Okay, so, Shotgun ist offen. Checkpoint ist... Warte mal, actually. Hier drüben haben wir doch vorhin angefangen. Das heißt, hier ist ein Checkpoint. Ah, ne. Wir haben da oben angefangen. Aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht. So, jetzt haben wir hier gespeichert. Ich traue mich schon gar nicht mehr. Aber wir verlassen das Spiel. In der Hoffnung, dass die Karte nicht wieder verbuggt ist. Und wir dann nicht wieder das ganze Gebiet nochmal erkunden müssen. Und ich gucke mir das an.
wird schon wieder was, ne? Aber ist okay. Das ist nur ein kleiner Müder, wo wir eh nie wieder hingehen. Okay, jetzt müssen wir nach rechts eiern. Papa muss Kaffee trinken. Achso, nee. Kann ich nicht. Kann ich? Doch, kann ich. Ich habe ein bisschen Zeit. Bis wir zu dem... Bis wir zu dem Schredder kommen. Damit wir da die Dinger dann reinschlagen können. Ich hoffe, ich krieg's diesmal hin. So, den kann ich vermöbeln. So. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? So, die sind alle drin. Den jetzt nach links. Komm schon. Komm schon. Nice, I did it. Und jetzt kriegen wir die Truhe und ist mein wunderbare Blumen. Es sind wunderbare Blumen. Gar wundervolle, wunderprächtige Superblumen. So, wie viel Schaden macht das? Macht 20% mehr Schaden, ne? Ist schon echt nicht schlecht. Vorher hat es ja 40 gemacht, jetzt macht es 48. Das sind 20% mehr Schaden. Das ist schon nicht bad. Ja, das ist schon ganz gut. Tagebuch von Kommandant Puyomi Nummer 4. Nach der letzten Schlacht hat unsere Truppenzahl stark gelitten. Die Gefahr eines feindlichen Angriffs schwebt nach wie vor in der Luft. Heute Morgen habe ich mich zum Lager der Kroakus begeben, um Hilfe zu bitten, um unseren Sektor vor künftigen Invasionen zu schützen. Außerdem werden wir neue Barrikaden um unser Dorf herum errichten und keine Fremden mehr in unser Gebiet lassen. Wir dürfen uns keine Schwäche leisten. Woche 34. Ja, Mann, genau, keine Schwäche. Nur Stärke. Ja. Halt. Mist. Egal. Wollte da nochmal gucken. Kann ich hier hoch? Jo, ich kann links, rechts lang. Wir gehen nach links, weil links sollte wahrscheinlich nicht ganz... Oh! Hab mich nicht erschreckt. Alles gut. So, von dem tatsächlich nicht erschreckt. Links sollte nicht so viel sein, weil rechts geht es ja offiziell weiter. Das heißt, links kann ja eigentlich nicht so viel sein. Wieso kann ich hier hoch, wenn hier nichts ist? Das. Hey, Theo! Du hier! Hey, was für ein toller Tag heute. Ich hätte nie gedacht, dass du meine Einladung zu dieser Seite des Megabauwerks annehmen würdest. Möchtest du ein paar gebratene Baden? Ich bin nicht hungrig, aber trotzdem danke. Hast du in letzter Zeit gegen irgendwelche neuen seltsamen Monster gekämpft? Nein, nur der übliche Dreck. Welcher Sektor ist das? Infonet hat die in Diesellagune getauft, ein ziemlich beschissener Ort, was? Aber nach einer Weile gewöhnst du dich daran. Die Gasdichte hier ist gefährlich, die Toxizität ist unglaublich hoch. Nicht für einen Mutanten wie mich, aber ja, du hast schon recht. Diese Art von Schimmel sieht man nicht oft. Wo kommt der her? Der Schimmel ist das Produkt aus dem Müll der oberen Schichten. Sie werfen ihn hier weg, wo die Menschen leben, die ihnen egal sind. Nach einer Weile gewöhnt man sich an den Gestank und die Chemikalien lassen jeden Tag neue Arten von Pilzen und Moos entstehen. Hier unten wird es nie langweilig. Sag mal, kennst du einen Ort namens Goldener Turm? Machst du Witze? Natürlich kenne ich den. Das ist die wichtigste Infonet-Hochburg jenseits des Magnetfeldes. Gibt es einen bestimmten Weg, der dorthin führt? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach, an die Oberfläche zu kommen. Wisst ihr, ich habe mein ganzes Leben lang versucht, aus diesem dreckigen Megabauwerk-Labyrinth zu entkommen. Jetzt bin ich alt und mein Lebenszyklus neigt sich dem Ende zu. Ich muss mein Schicksal im Untergrund akzeptieren. Oh Mann, das ist ja deprimierend. Kannst du uns etwas mehr über diese geheimnisvollen Wesen erzählen, gegen die du gekämpft hast? Ich weiß nicht viel über sie. Ich habe aber gehört, dass diese Wesen irgendwie mit der Lebenskraft des Megabauwerks verbunden sind. Und dass ihr Erscheinen ein Beweis dafür ist, dass unsere Welt von innen zusammenbricht. Das ist alles Blödsinn. Ich glaube, sie sind einfach nur eigenartige, blutrünstige Freaks. Warum will Infonet sie loswerden? Weil sie das Geschäft behindern. Sie mussten die Kristallgruben wegen dieses großmäuligen Arschlochs schließen. Außerdem starben dort viele unschuldige Arbeiter, nachdem es aufgetaucht war. Okay, wir sollten gehen. Pass auf dich auf, alter Mann. Pass du auf dich auf, Grünschnabel, und seid vorsichtig. Let's go! Ich hoffe, den Fernseher hat er nicht mehr gebraucht. Die Tür ist verriegelt. Ja, dann entriegel sie doch. Hast du doch vorhin auch gemacht. Okay, da müssen wir dann auch nochmal hin. Wir können da nicht mal eine Markierung hinsetzen. Und da ist auch keiner auf der Karte. Meh. Ach du Jesus Christ, habe ich das Ding terminiert. Und dann habe ich wieder vergessen, dass da Gemüse rauskommt. Also diese komischen kleinen Fliegen. So. Ha, ha, ha! Ups. Look at this guy. Der weiß noch nicht, dass er quasi schon tot ist. Das war close. Jetzt bin ich fast gestorben. Hm.
Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Pimmel sein soll oder ein Mittelfinger. Eigentlich ist es ein Mittelfinger, aber ein Mittelfinger hat halt eigentlich keine Eichel. Naja. Mittelfinger-Eichel. Boah, das wäre natürlich auch die ultimative Verachtung, wenn die Leute anderen Menschen keinen Mittelfinger zeigen würden, sondern einfach mal die Koppe auspacken und dann so, ne? Schön den Phallus präsentieren. Aber dann wäre unsere Gesellschaft ein bisschen weird. Wobei, wäre unsere Gesellschaft dann wirklich weird? Weil ich meine, wir werden ja dann dran gewöhnt, ne? Wäre dann was Normales. Sobald sich das etabliert hat, ist es ja was Normales. Kommende Generationen werden sich denken, ja, Mittelfinger ist ganz schön oldschool cool und dann werden es auch wieder einige machen, weil es halt oldschool und cool ist. Aber die meisten werden dann ihre Koppe auspacken und dann so, hä? Kannst mir mal am Finger knutschen, ne? Ich weiß. Genau so wird es passieren. So und nicht anders. So, wir sind jetzt einmal im Kreis gerannt. Das ist gut. Was haben wir jetzt hier rechts noch? Ist hier vielleicht einfach nur noch was zum Erkunden? Vielleicht ein einzelner Raum? Vielleicht eine Arena? Das ist keine Arena. Das ist doch schon wieder sus, ne? Hier ist nichts. Gar nichts? Gar nichts? Warum? Lüge ich zu schnell? Bin ich... Hab ich... Hab das Gefühl, ich will da nicht runter. Hab das Gefühl, das geht in die nächste Map. Und ich hätte recht. Haben wir da nicht einen Teleporter? Haben wir einen Teleporter? Das heißt, ich kann da unten noch gar erkunden, aber das wird ja wohl... Na, Ich will erst... Mein Herz sagt mir, ich möchte in diese Richtung gehen. Und auf das Herz muss man hören. Als ich noch im Kindergarten gearbeitet habe, hat mir mein Kind gesagt, Erik, das Wichtigste ist das Herz. Und dann dachte ich mir, okay, was ist das für eine Digimon-Scheiße hier? Aber hat er nicht Unrecht, ne? Ah, schön. Das waren noch Zeiten. Damals. So. Was ist denn das da hinten alles schon wieder für eine eklige Soße? Links lang? Aha! Ein Shortcut und Tagebuch vom Kommandanten Puyomi Nummer 5. Die Crow-Akkus sind besorgt. Ich habe gehört, dass einige von ihnen von einer sehr mächtigen Kreatur verschlungen worden sein sollen, die auf dem Mutantenfriedhof umherstreift. Sie nennen diese Kreatur Urakunda. Als Gegenleistung für ihre Hilfe haben sie mich gebeten, den Kopf dieses Monsters abzuschneiden und ihnen als Trophäe zu bringen. Das wird eine echte Herausforderung. Ich will nicht noch einmal das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen, also werde ich das alleine angehen. Ich kann sehr gut jagen. Es gibt kein Tier, das mich überlisten könnte. Woche 35 und letzter Eintrag im Tagebuch. Wahrscheinlich. So. Ich mag die ganzen Poster da hinten. Das sind auch eigentlich ziemlich viele. Es sind schon echt viele. Echt viele unterschiedliche Poster an den ganzen Wänden. Gut, hier, das hier hatten wir jetzt schon mal in groß und klein. Wir hatten wahrscheinlich recht viele von denen schon mal. Aber es sind, ich meine, es sind einfach, guck mal. Hier ist kein einziges Poster doppelt drauf. Die sind wahrscheinlich AI-generated. Denn sein Körper bewegt sich extrem merkwürdig. Hallo. Moin, Dickhead Kurzke, das ist beeindruckend. Herzlich willkommen, geht es diese Tür mal so Dorf zu erreichen. Hey, was hast denn du da? Tolle Trophäe, willkommen in Bastardville, Schwester. Und neue große Anführerin Puanani, die Rebellenprinzessin, da wartet dich. Sie zwingt uns übrigens, sie zu nennen. Okay. Alles klar. Also die Tochter des Kommandanten. Wahrscheinlich lebt der Kommandant nicht mehr. Kirschen! That's me! I'm a cherry! I'm a cherry girl in the cherry world. Und es geht immer noch tiefer. Immer noch tiefer. So, guck mal hier, schau. Ja, denn so spricht ein normaler Bürger dieses Landes. Guck mal hier, schau. Die Burg ist nass. Hallo? Napoleon, wie zur Hölle ist das überhaupt möglich? Sie gehen alle dort immer zum Sterben. Was für ein seltsamer Instinkt. Ich weiß nicht, ob es ein heiliger Ort für sie ist und ob das einfach nur in ihrer abnormalen Natur liegt. Ist mir egal, aber ich werde ganz sicher nie wieder diesen Mutantenfriedhof betreten.
Okay, Mutantenfriedhof, da hinten ist wieder der Mittelpingel. Der Mittelpimmel. Aha! Das freut mich zutiefst. Hey, guck mal, noch mehr Kirschen. So, du bist ein gesichtsloser Basal. Ich brauche jetzt etwas Mutantenfleisch. Ich bin am Hungern. Wie wär's mit einem schönen Jagdausflug? Willst du dich mir anschließen? Nee, Alter, ich bin fein. Ich bin totally fein. Guck mal, das Boss-Area. Muss jetzt erstmal die Prinzessin besiegen. Die ist ja cool. Na, du Freak. Warum haben meine Männer dich passieren lassen? Aber was machst du hier? Das sind meine Leute. Mein Territorium. Gewalttätiger Abschaum wie du ist hier nicht willkommen. Die klingt... Oh mein Gott, Schere! Oh mein Gott, Schere! Okay. Erstmal schön wegblasen. 100 Damage mit jedem Skill. Wow! Okay, okay, alles cool, alles cool, alles cool. Dodgen. Ah, ich habe den Pfeil am Schluss erst gesehen. Ah, es geht gleich bis zu mir. Kommt's nochmal? Nee. Da ein bisschen schlagen. Jetzt heilen. Oh, der Dodge. Ah. Frechheit. Dodgen. Es ist auch ein Dodge, wenn ich sie iframe. Ich meine, es ist literally wie Monster Hunter und Dark Souls funktioniert. Einfach iframe. Auf jede erdenkliche Art. Got her. Nicht den Bommel. Der Fatality Slap, Alter. Du bist so nervig. Ist dir das klar? Was laberst du da, du Psycho? Du hast uns angegriffen. Das war eine irrationale Handlung. Als Anführerin würde es die Strategie vorschreiben, die Feindseligkeit einer Person zu bewerten, bevor man sie angreift. Sag mir deinen Namen und deine Primärfunktion, jetzt sofort! Mein Name ist Sherry. Ich bin Regina die Vagina. Ich kann mich nicht mehr an meine Primärfunktion erinnern. Dann bist du ein perfektes, defektes, gewalttätiges Stück Schrott. Aber egal, jede Fremde! Wie spreche ich die? Die hat auch die gleiche Stimme wie Sherry. Kacke. Egal. Jeder Fremde, der sich innerhalb meines Territoriums bewegt, ist ein Feind. Erst recht ein beschissener Danze. Das ist eine hinterhältige Nummer. Nachdem deine Wachen mich hineingelassen haben, Puranani. Wer zum Teufel weißt du, wer ich bin? Bist du eine Kopfgeldjägerin? Die Ansage, dass dies dein Territorium sei, deine Männer und die Tatsache, dass du Danzels hast, hat einen leichten Hinweis auf deine Identität gegeben, Puranani. Komm und hol mich, Miststück. Genug geredet. Entspann dich. Wir sind keine Kopfgeldjäger. Und es wäre ohnehin reine Zeitverschwendung, deinen schwachen, knochigen Arsch zu versohlen. Bitte beruhige dich, Puranani. Wir sind Rebellen, die gegen das Infonet kämpfen, genau wie du. Blödsinn! Denzels wissen nicht einmal, was das Wort Rebellion bedeutet. Aus der Sammlung von über 60.000 Wörtern gehört Rebellion zu den einfacheren. Wäre es hilfreich, wenn ich es definieren würde? Puranani, hör zu. Wir wollen Infonet zu Fall bringen. Aber dazu brauchen wir erstmal deine Hilfe. Sieh an, ich hätte es wissen müssen. Mädchen wie ihr neigen dazu, sich gegenseitig zu finden, nicht wahr? Scheiße, sie haben uns gefunden! Hey, schwarze Hand, wie zum Teufel hast du unser Netz gehijackt? Gehijackt? Was für eine dumme Frage. Ich besitze dein Netzwerk, du kleine Göre. Du schon wieder, du schmieriges Arschloch. Das Einzige, was du kannst, ist, Leute von der anderen Seite des Bildschirms auszudrohen. Halt's Maul. Warum fragst du deine Freundin nicht, was das letzte Mal passiert ist, als sie und ihre Gruppe von Idioten versucht haben, uns anzugreifen? Ich sage dir, das Ergebnis war ziemlich erbärmlich. Um fair zu sein, er hat mir seine schlüpfrige kleine Hand gereicht. Schnipp, schnapp und seine Finger wurden schlaff. Die habe ich ersetzt. Ich könnte mit diesen Fingern sowieso nur 5 deiner toten Freunde zählen und davon gibt es noch viel mehr. Also mehr tote Freunde, nicht Finger. Vielleicht passen diese Finger ja schön in dein Arschloch. Oh wow, sind sie wirklich so schleimig? Ich helfe dir, dieses Stück Scheiß hat uns beide Probleme bereitet. Willst du dich mir anschließen, damit wir ihn für immer zum Schweigen bringen können? Ja, na gut. Aber ich beanspruche seine Zunge für mich. Die hat bisher noch niemanden glücklich gemacht, also dient sie höchstens als Jagdtrophäe. Ekelhaft, daran will ich nicht denken. Ja, komm zu mir und sterbt auf dem Weg. Dieser selbstmörderische Enthusiasmus ist großartig. Weiter so. So muss ich euch nicht noch einmal jagen. Ich schicke euch einfach ein paar meiner Jungs los, um Bastardwill zu durchkämmen. Macht euch bereit für das Erdbeben, menschlicher Abschaum. Menschlicher Abschaum?
Du hast mich also nicht verarscht. Du bist wirklich eine Rebellin. Na, endlich siehst du sein. Hilfst du nun oder nicht? Ich kann dich nicht leiden. Kein bisschen. Du bist laut und unhöflich, aber Salem Garbanzos mag ich noch weniger. Okay. Ich musste mich versichern, meine ich. Er ist aber noch schlimmer als du. Wir legen unsere Differenzen beiseite. Für den Moment. Cool, kannst du mir einen Gefallen tun? Bleib dran und stirb nicht zu früh. Kein Problem für mich. Mein Hintern ist nicht so breit wie deine Schultern. Ich kann heute nicht lesen, das ist insane. Mein Hintern ist nicht so breit wie meine Schultern. Was hast du gerade gesagt? Genug jetzt. Ich habe die Nase voll von euren Streitereien. Reißt euch zusammen und konzentriert euch auf die Mission. Deine sprechende Muschi hat recht. Und jetzt hör mir zu. Der einzig gebrauchbare Zugang zum Goldenen Turm befindet sich auf der Westseite von Bastardville. In unserem letzten Kampf gegen Infonet haben wir den Aufzug sabotiert, der unser Gebiet mit ihrem Gebiet verband. Du wirst deinem Metallarsch einen schönen Antrieb verpassen müssen, um da hochzukommen. Ja, Mann! Wenn du die Oberfläche erreichst, treffen wir dich dort. Cool, wir haben also eine Abmachung. Abgemacht. Nice. Flagge von Bastardville. Die ist schon cool. Die hat doch die übelst krassen Stiefel. Okay. Nice. Haben wir ja wieder... Oh. Wieder was geschafft. Wie viel Money soll ich denn kriegen? So, da muss ich wahrscheinlich hin, ne? Okay, da komme ich aber noch nicht lang. Also warten wir wieder zurück. Wir brauchen erstmal ein Metroidvania-Upgrade. Wo auch immer wir das jetzt natürlich herkriegen, ist die Frage. Weil hier kann ich zwar... Theoretisch hoch. Wahrscheinlich brauche ich. Das Motorrad? Großes Fragezeichen? Ich weiß es immer noch nicht. Aber sobald wir darauf kommen, bin ich halt absolut ready. Aber ich schätze, das wird jetzt erstmal noch nichts. Das heißt, ich muss mich erstmal noch an anderen Stellen umgucken. So, da ist eine Schräge. Dann falle ich dann runter. Nevermind. Ah, nee, das ist der Aufzug. Das ist der Aufzug, von dem ich gekommen bin. Okay, ja, fahren wir damit mal weiter. Alles tutti. Und dann können wir jetzt in das rechte Loch reinfallen, wo ich vorhin schon war, wo ich gesagt habe, ich muss auf mein Herz hören. Dann müsst... Oh. Es tötet mich. Es bringt mich innerlich um. Guckt euch das an. Every time. Okay, gut, also ich gehe nach da rechts, steck die Karte auf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao!